Ja, herzlich willkommen, Herr Florent Muslier. Hallo. Ganz kurze und schnelle Frage. Wie viele Autogramme bei diesen zahlreichen Fans haben Sie schon hier gegeben oder geben müssen? Wie viele kann ich gar nicht beantworten. Freut mich natürlich, dass zahlreiche Fans hier an der Weihnachtsfeier teilgenommen haben und teilnehmen. Und das freut uns natürlich. Ja, Jannis, freut mich, dass ich dich hier begrüßen darf. Im Hintergrund sehen wir die deutsche Meisterschale. Hast du die schon mal so nah gesehen? Nee, leider noch nicht. Ist für mich auch was ganz Besonderes und ich würde sie gerne mal in den Händen tragen. Absolut, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das so ist. Heute so viele treue Hannover-Fans dabei. Deine erste Fanwahl nach 2 Jahren hier mit Hannover 96. Wie gefällt es dir denn? Ja, auf jeden Fall sehr gut. Ich muss sagen, freut uns natürlich sehr, dass so viele zahlreich erschienen sind, auch wenn wir gerade nicht so eine gute Phase haben. Das macht uns natürlich stolz und wir sind froh, dass so viele hier sind, wie gesagt, und wollen ein bisschen feiern mit den Fans. Ja, Lennon, du wurdest heute schon vorweihnachtlich beschenkt. Woher kommt denn die Merci-Schokolade? Eine junge Dame hat mir die geschenkt. Hab mich auch sehr gefreut. Dankeschön nochmal. War süß. Sehr schön. Hat sie gesagt, ob das für dein Tor war oder einfach so? Oder habt ihr ein bisschen gesprochen? Ich habe sie schon öfter mal beim Training gesehen und auch bei Spielen. Und sie hat immer mal nach einem Foto gefragt. Und ich denke, das war einfach nur so als kleines Dankeschön. Und sonst ist es anstrengend, hier einfach so rumzustehen oder wie machst du das alles hier weg? Du hast immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Ja, so kennt man mich, glaube ich. Ich bin immer so der Strahlende und ja, ich freue mich natürlich, mir die Zeit zu nehmen. Nehme ich auch gerne die Zeit und freue mich natürlich, die ein oder anderen Fans mit einem Bild, mit einem Autogramm glücklich zu machen. Und natürlich eine wichtige und abschließende Frage an dich. Bei diesen zahlreichen weiblichen Fans hier, wird da deine Freundin zu Hause nicht eifersüchtig? Ich sage das ganz einfach, meiner Freundin kann eh niemand das Wasser reichen, deswegen braucht sie sich da gar keine Gedanken zu machen. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Im Hintergrund hört man auch ein paar schöne Weihnachtslieder. Was ist denn dein Lieblingslied? Ja, also Last Christmas passt schon. Was gibt's noch so? Was ist denn dein Lieblingslied? Nee, ich bin der hier, der die Fragen stellt, deswegen. Last Christmas ist es schon, ja. Ja, kannst du davon auch mal was mitsummen? Das ist schon mal nicht schlecht. Diesjährige Fanmeier nach 2 Jahren neigt sich jetzt dem Ende zu. Wie fällt dein Resümee aus? Ja, es war super trotz der letzten Saison. Finde ich es immer wieder schön, dass man hier trotzdem noch so zahlreich viele Fans sieht, auch in den ganzen 96-Trikots mit Unterschriften. Es ist was Schönes. Fürs Wochenende, was glaubst du, was wir da reißen können? Auf jeden Fall die 3 Punkte holen wir. Wir haben gut trainiert, sind gut drauf und 3-0. 3-0, sagst du. Okay, dann geht's ja, 3 Spiele sind's noch, dann geht's in die Winterpause. Fliegst du da weg? Nee, ich mach's ganz entspannt. Ich bleib in der Heimat oder ich fahre in die Heimat und verbringe die Zeit mit meiner Familie. Ich war die letzten Winterurlaube immer weg und auch im Sommer viel weg. Deswegen habe ich gedacht, verbringe ich mal die Zeit mit meiner Familie und ist auch mal ganz schön. Der Mann ist ein absoluter Vollprofi. Regeneration steht im Vordergrund für ihn. Viele können sich an ihm ein Beispiel nehmen. Ich hoffe, das machen auch hier viele, viele Leute, die hier sind. Und danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Sehr gerne. Willst du auch irgendjemand grüßen? nein, das passt schon. Oder vielleicht den Max. Alles klar, danke, wir geben dann jetzt, sonst noch jemand? Wir geben dann jetzt zurück.